Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich möchte euch in diesem Video von Minitools den PDF-Editor vorstellen. Minitools ist auf mich herangekommen, also hat mir eine E-Mail geschrieben und hat gefragt, ob ich ein Video über ihre Software machen wollen würde. Das war aber eine andere, also nicht PDF-Editor, das war irgendwie, was war denn das? Irgendwas mit Recovery, glaube ich, war es. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und da habe ich gesagt, habe ich mich auf der Webseite ein bisschen umgeguckt und habe gefragt, wäre doch möglich, den PDF-Editor, dass ich den bekommen könnte, weil der wäre für mich jetzt eher interessanter. Und sie sagt, na klar, haben mir einen Code geschickt und haben gesagt, sie freuen sich, wenn ich darüber ein Video machen würde. Also die haben auch nicht gesagt, dass ich was Nettes sagen soll, was nicht Nettes sagen soll, gar nichts. Ich bin komplett frei. Ja, aber ich bin total geflasht vom Programm, das kann ich schon mal vorab verraten. Also ich habe es nur gesehen auf der Webseite und so einige Sachen gesehen. Und wie gesagt, ich bin jetzt seit anderthalb Wochen dabei, mit dem Programm immer in jeder freien Minute ein bisschen was zu machen. Ich habe immer noch nicht alles rausgefunden, was das Programm kann. Also ich finde jetzt immer noch Sachen. So, wir starten erstmal das Programm und wenn, also bei mir ist jetzt alles etwas größer gemacht. Die Icons, damit ich die auch hier sehe, wenn ich auch ohne Brille mal am PC sitze. Bei euch sind die ein Stück kleiner. Also ihr geht, eröffnet das erstmal und wenn ihr dann diese Oberfläche habt, ohne PDF-Dateien, geht ihr hier auf Einstellungen, bei euch müsste Settings stehen. Dann den dritten Punkt von unten und da macht ihr erstmal von Englisch und Deutsch. Dann macht ihr Anwenden, dann macht ihr Neustart von dem Programm und dann habt ihr das auch in Deutsch. Ihr könnt dann hier einstellen, dann müsst ihr mal gucken, was ihr haben wollt. Breite, Höhe und Zoomfaktor. Und also hier, ich habe jetzt auf 200, das normale ist auf 100, kann ich euch ja mal zeigen. Anwenden. So. Müssen wir kurz schließen. Und wieder neu starten. So, und dann sind die hier alle ein bisschen kleiner. So, finde ich aber nicht so doll. 100, nee, 150 war der Standard. 150 war der Standard. So. So, das ist der Standard. Aber das ist mir nicht so doll. Ich mag das eher dann halt 200. Ach, schön. Angenehm. So, und dann könnt ihr auch Hintergrund grau und was weiß ich alles. Also da könnt ihr euch ein bisschen austoben, könnt ihr gucken, wo er denn halt standardmäßig hingespeichert wird und wie viele Minuten. Und da könnt ihr euch ein bisschen umgucken. Ihr habt dann noch eine Schnellauswahl, PDF bearbeiten, PDF zu Word, PDF zu Bild, es geht noch viel, viel mehr. PDF zusammenfügen, PDF teilen, also könnt ihr aus mehreren PDF halt eine machen oder aus einer halt mehrere kombinieren und ach, das stapelmäßig und so, aber noch viel mehr. Wir gehen erstmal auf Word. Ich will jetzt nichts machen, ich zeige euch das nur, dass ihr da noch mehr Möglichkeiten habt. Hier zu Excel, PPT, XPS, Haufen Zeug, was ihr machen könnt, also PDF zu. Aber genauso könnt ihr die Dateien auch alle zu einer PDF machen. Ja? Ich habe da auch schon ein bisschen rumexperimentiert, habe mir so, damit wir ein bisschen Zeit sparen. Hier habe ich mir ein Word-Dokument, warte mal, zu der PDF-Datei kommen wir gleich. Also die ist jetzt, also ich habe hier alles Mögliche verändert und verunstaltet. Die sah mal schöner aus. So, und hier haben wir dann die gleiche, aber halt mit als Bildform. Also es funktioniert auch. So, ihr habt auch einen Übersetzer mit drin. Kann ich euch auch mal zeigen. Habe ich nämlich hier schon vorgefertigt. Ich bin nämlich gerade dabei. Dieses ist nämlich für meinen Automatik-Cacher. Also der fängt Pokémon automatisch, den habe ich aber nicht ausgeschalten. Ich habe halt nur an, dass er Pokestops automatisch dreht. Ja? Und da gibt es halt keine deutsche Anleitung. Es gibt halt nur Japanisch, Chinesisch und Englisch. Und ich bin jetzt gerade dabei, halt hier das nach und nach zu übersetzen. Also praktisch mit dem Programm hier ins Deutsche zu machen, damit ich euch das dann zur Verfügung stellen kann. Ja, hier habe ich schon angefangen damit und ich habe hier nur mal willkürlich und so. Ich hatte schon einmal ein bisschen weiter gemacht, aber habe mir durch irgendeinen Fehler halt das Dokument versaut. So, und das will ich halt hier alles nochmal machen.
So, dann gehen wir mal erstmal schließen. Jetzt gehen wir mal hier rein. Das ist die erste PDF und damit, ich habe hier so viel gelöscht und eingefügt und das ist eine ganz missgestaltete PDF-Datei mittlerweile. Hier war mal Logo und was weiß ich alles. Ihr könnt so viel machen, ihr könnt, wie ihr seht, Buchstaben. Einzelne Buchstaben, alle Buchstaben färben. Von der PDF, also keine Word-Datei, PDF-Datei. Wir sind immer noch bei PDF. Ihr könnt Unterstrich machen, Durchstrichen machen, Wellenlinie. Ihr könnt ihn markieren, also dass der Texthintergrund ist. Ihr könnt, nehmen wir mal hier ein Wort, hier unten, das, ihr markiert das einfach mal, zack. Dann geht ihr auf Übersetzer und er kennt automatisch Englisch ins Deutsche, kopiert er euch, kopieren. So. Ach Mensch, jetzt habe ich das wieder. Ich muss das ja markiert lassen. Den Fehler mache ich jedes Mal aufs Neue. Ich nehme mal die untere Seite. Ich nehme mal hier komplett das hier oben. Die Mittelding. So, markiere mir das hier alle. Kopieren. Dann gehe ich auf Text bearbeiten. Das ist dieses hier. Ah, nicht hervorheben ist es nicht. Text bearbeiten. Das daneben gleich. Markiere mir das hier. Hoppala. Und gehe auf Einfügen. Zack. Nach unten. Dadurch, dass ich das jetzt zu nah dran hatte, hat er die Großschreibung natürlich von hier unten übernommen. Dann machen wir einfach mal ein Freizeichen rein. So, markieren uns das jetzt hier nochmal bis hier hinten. Einfügen. Wieso hat er das, macht er das denn jetzt groß? Dann machen wir das einfach so. Und mal das Fette raus. Das geht nicht. Naja. Noch so Kinderkrankheiten. So, versuchen wir es nochmal. Wir nehmen das. Beenden. Ich vergesse immer das mit dem Beenden. Also ich denke immer, man kann halt schon weitermachen. So, hier will er jetzt. Jetzt hat er das. So. Jetzt kopieren wir uns das. Kopieren. Text bearbeiten. Löschen, einfügen. Oh, ich habe aus Versehen zu viel. Und es ist dick geschrieben, aber egal. Wir nehmen mal was größer geschrieben. So. Was man vielleicht besser sehen kann. Ja, ich halt mit den. Ja, seht, da kann man nicht mehr anklicken. So. Ja, ich habe den Buchstabenfarbe gemacht. So, beenden. Man muss immer halt oben erstmal beenden. Und mir passiert das halt ständig, dass ich vergesse, oben zu beenden. Oder umschalten, weil man kann hier oben Start, Ansicht, anmerken, ne? Bearbeiten, konvertieren, Seite und so weiter und so weiter. Das vergesse ich stetig. Ständig. Ja, wenn wir hier sagen, konvertieren, und hier wird dann halt alles zu konvertieren, also wird alles zu konvertieren angezeigt, ja. Bearbeiten ist alles zu bearbeiten. Ja. Ansicht, alles zur Ansicht ist halt, Ansicht ist die Seite. Anmerken ist dann halt, wenn man dann halt hier jetzt zum Beispiel sagen, einen Hinweis wollen wir hinzufügen. Dann machen wir das so. Zack. Und da schreiben wir rein. Bearbeitet. Von Odin. So. Und dann haben wir da, können wir, na, dann können wir hier nochmal, ne, hier ist das Bild. Wo ist das denn jetzt hin? Ach hier, Hinweis können wir noch, da.
da ist er doch wieder. Zack, wieder ein Hinweis. Oder wir machen das weg. Machen zurück. Textfeld. Wir können hier auch ein komplettes Textfeld hinzufügen. Wir können Schreibmaschine. Ja, können wir hinzufügen. Beenden. Ja, einen Bereich hervorheben können wir. Dann haben wir mal hier unten ein bisschen Schrift. So, das wollen wir hervorheben. Und dann ist gleich alles hervorgehoben. Man kann halt auch nur die Schrift einzeln machen, aber ja, seht ihr das? So ist halt schneller. Zack, einfach hervorgehoben. Ja, wahllos. Zack, bumm. Wird natürlich auch dunkler, umso öfters man hier rüber geht. Ja, seht ihr das hier? Das ist ganz cool gemacht. Wir gehen aber erstmal wieder zurück, sonst sieht die PDF-Datei hier irgendwann mal ganz komisch aus. So. Er sagt, Hinweis, wir können auch eine Notiz hinzufügen. Wir können die auch rot machen. Wir können Format, Bleistift hier, zack. Warte mal, gehen wir mal hier unten hin. Hier gehen wir mal hier oben hin, wo ein bisschen mehr Platz ist. So, machen wir mal hier Bleistift. Da. Okay. Anpinnen. Ja. Und ja, löschen. Oh, was können wir noch machen? Hintergrund. Entfernen, aktualisieren, hinzufügen und wir nehmen jetzt einfach mal einen Hintergrund, Datei auswählen. So, und dann nehmen wir einfach mal das. Und okay, Hintergrund ersetzen. So, dann gehen wir hier nochmal rauf, nehmen wieder das Bild. Und wir können dann halt auch sagen, weil Sie sehen es ja jetzt hier, wir können dann halt sagen, wie es optimal sein soll. Zoom, nicht Zoom. Ja, das wäre jetzt Zoom, das ist nicht Zoom. Zentriert. Wir können ja sagen, unten. Wir können sagen, oben. Wir können sagen, zentriert. Zoll. Ach, wir können ja alle jetzt einmal stellen. So, und wenn wir das dann jetzt einfach sagen, Zoom, dann sieht das dann so aus. Das Bild ist ja natürlich auch nicht dafür angepasst. Logischerweise, wenn man ein horizontales Bild hat, dann würde das natürlich besser aussehen. Ich habe mich auch noch nicht so weit drin gefuchst, wie man das dann halt so machen kann, dass es vielleicht gleich ist oder angepasst ist oder sonst irgendwas. So, Hintergrund. Hinzufügen, ersetzen, Farbe, weiß, zack. Und schon ist er wieder weiß. Manchmal hat man auch das Problem, dass wenn man halt den Hintergrund grün oder grau gemacht hat, dass das dann hier drin auch so ist. Dann einfach hier Hintergrund und dann Hintergrund weiß und dann ist so mag ich das auch eher. Das ist halt auch das, was ich gemeint habe. Das ist der einzige Fehler, den ich bis jetzt gefunden habe. Dass wenn du sagst, dass dass das grau sein soll, dass alles grau ist. Ja. Aber dann einfach auf Hintergrund und zack, Hintergrund weiß, dann ist in der PDF wieder alles weiß. So, konvertieren hatten wir schon. Seiten, hier kann man dann die Seitenansicht haben. Da sehen wir dann jede einzelne Seite von der PDF. Schützen, da können wir hier Sachen schützen. Und zwar, wir malen jetzt hier, da. Wir wollen die Überschrift, das erste Wort. Okay. Verschlüsselung. So. Anwenden. So.
Test. Schreiben wir mal Audience Test. So. Audience Test anwenden. So. Kennwort. Audience Test. So. Kann man halt auch verschlüsseln, entschlüsseln. Test. Anwenden. Erfolgreich entschlüsselt. So. Wir können Unterschrift machen. Neu. So. Und dann können wir die hier anbappen. Oder halt dann eigentlich ja unten. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Wir können ein Wasserzeichen machen. Wir können hier ein Datei. Ach, ich vergesse jedes Mal das anklicken. Anklicken und dann einmal zurück. Dann haben wir das Logo. Und dann ist hier. Oh, wir lassen es mal zentriert. So, und dann habt ihr zentriert ein Wasserzeichen. Wart ihr natürlich dann auch noch die Transparent und so. Wasserzeichen. Ersetzen. Datei. Nehmen wir mal das mit Schrift. Oh, und dann Deckkraft könnt ihr dann natürlich hier auch noch einstellen. Ach nee, das ist die Drehung. Hier war irgendwo die Deckkraft war hier auch irgendwo. Oder war die woanders? Ah, hier, oder? Das müsste er da sein. 100. Genau, das ist er. Opazität. Machen wir mal auf 20%. Machen wir mal auf 10%. Machen wir mal auf 5%. Machen wir mal auf 1%. 2. 3. 4. Ja, ihr seht, ihr könnt hier auch im wirklichen einer Schritt voran. Wenn wir dann okay, dann haben wir hier im Hintergrund halt ein Wasserzeichen. Auf allen Seiten. Und wenn ihr hier guckt, das Abo, seht ihr das? Die Schrift, die verschwindet hinter diesem Bild, eingeblendeten Bild, auch hier. Verschwindet dahinter, das ist nicht da drüber. Auch hier verschwindet es dahinter. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, freigeben, an E-Mail senden, Startseite. Ja, und da gibt es so viele Sachen und ich vergesse hier, ich finde hier immer noch einzelne Sachen, immer wieder neu. Aber ich finde es halt schön, man klickt hier drauf und dann hat man halt hier gleich das Wichtigste und halt auch einen Translator gleich mit bei. Kann halt von hier gleich, bumm, dann daneben und dann halt das auch gleich das Übersetzte da einfügen. Finde ich saugeil. Und da werde ich mich dann halt an die Übersetzung dann nach und nach noch machen. Und das dann zur Verfügung stellen. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nur vorstellen, aber ich bin wirklich gehypt von dem Programm, weil es ist halt klein, kompakt, ist alles Mögliche drin. Ich finde nach über einer Woche immer noch neue Sachen. Es ist übersichtlich, man kann es sich anpassen. Ja, mir geht es halt, wie gesagt, immer nur beim Machen und Tun. Ja, wo ist denn das jetzt nochmal gewesen? Dann wart hier oben irgendwo oder meistens vergesse ich das hier oben immer noch, dann suche ich hier immer.
ist doch nichts, ist ja nichts. Ach ja, beenden, beenden, ja. Und dann, also gehen wir hier rufen. Ja, wo ist es denn? Nee, falsch. Ach, da war ja noch hier oben. Das ist, wenn du denn am Machen bist, dann steht mir ständig so. Ständig so, dass ich die obere Zeile hier komplett vergesse oder halt das Beenden vergesse. Aber das ist mein eigenes Problem. So an sich bin ich mit dem Programm echt zufrieden. Man kann so viel machen, man kann Wasserzeichen machen, man kann es bearbeiten, man kann Bilder bearbeiten, Bilder ersetzen, Bilder drehen, Text färben, Bereich färben, unterstreichen, unterschreiben, einzelne Buchstaben färben, komplette Wörter färben, Translator ist mit drin, auch Linien, ihr könnt auch komplett neue Bilder, ihr könnt auch Notizen, Anmerkungen und ihr könnt alles Mögliche einfügen. Und dann danach alles als Word oder als Bild oder als oder ein PDF lassen. Ja, exportieren oder speichern. Aber worauf ihr aufpassen müsst, ist, wenn ihr eine PDF, so wie jetzt hier, bearbeitet habt, ich zeige euch was, damit ihr das versteht. So, wir wollen die jetzt konvertieren. Und wir konvertieren die jetzt mal ganz normal zu einem PDF zu Word, ja. Start, der macht das dann gleich auch automatisch auf. Wir müssen noch kurz warten. So, und das ist jetzt unsere PDF-Datei. Fällt euch auf, Abo ist weg. Was ich im Hintergrund als Wasserzeichen gemacht habe. Das ist nicht weg. Der macht uns nur das, was gespeichert ist, konvertiert er uns. Nicht das, was wir hier vor uns sehen. Wir müssen dann erstmal hier oben Speichern drücken. Ja, wir wollen das ja ersetzen. So. Und wenn wir jetzt PDF zu Word machen. Na? Hat er schon? War im Hintergrund neu geöffnet. Musste ich erstmal schließen. So. Jetzt seht ihr, dass das Wasserzeichen im Hintergrund ist. Also daran müsst ihr denken. Wenn ihr Sachen exportiert, vorher speichern. Weil wenn ihr es nicht speichert, ist das, was zuletzt gespeichert ist, wird dann konvertiert in das, was ihr haben wollt. Ist auf eine Art gut, aber man muss es halt wissen, dass halt nicht das, hier, nicht halt das konvertiert wird, was man vor sich sieht, sondern das, was gespeichert ist. Für mich persönlich ist es gut, weil wenn ich denn jetzt hier was bearbeitet habe und Scheiße gebaut habe, ja, dann kann ich das immer noch, was bevor ich Scheiße gebaut habe, zu einem Word-Dokument exportieren oder halt, das ist dann halt immer, kann man dann noch rückgängig machen und so. Oder wenn man das dann exportiert, ach Gott sei Dank, habe ich nicht gespeichert, da ist ja noch der Fehler da drin. Ja, also für mich persönlich finde ich es gut. Und hier kann man so viel machen, ey. Ich hoffe, hat euch gefallen. Dieser kleine Ausflug, so klein ist er nicht, 23 Minuten, in den PDF-Editor von Minitools. Wie gesagt, ich bin seit etwas über einer Woche dran und ich finde hier immer noch neue Sachen. Ich habe auch vor ein paar Tagen erst von Englisch ins Deutsche eingestellt, das Programm, weil ich, sage euch so wie es ist, so gehypt war und alle testen wollte. Und ich habe den Optionsbutton, der ist mir komplett entgangen, dass ich mal darauf gehen kann und dann mal halt und dann mal auf Deutsch umstellen kann. Ich war so gehypt, was hier alle, das. Und dann habe ich hier gemacht und da getestet und so, dass mir dieser Optionsbutton, der ist mir komplett an mir vorbeigegangen. Aber komplett, erst vor 3 Tagen in etwa, glaube ich. Vor 3 Tagen habe ich den auch, ja, da ist ja, könnte man mal machen. Und dann habe ich es erst in Deutsch umgestellt. Bin ich auch so offen und ehrlich und sage es euch. So, aber nichtsdestotrotz hoffe ich, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde euch den Link zur Webseite werde ich euch in die Beschreibung packen.
Und wir sehen uns bis beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.